Hallihallo und herzlich willkommen in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute dreht es sich um diese kleine fiese Schote. Es geht um Chili. Denn wir haben euch ja schon mal gefragt im Forum und auch hier auf dem YouTube-Kanal nach euren liebsten Grundstöcken. Wir haben den Knoblauchgrundstock ja schon gemacht, Suppengrundstock sowieso, sollte man ja auch immer zu Hause haben. Wir haben in unserem leider nicht mehr erhältlichen Rezeptbuch Lieblingsrezepte Band 6, glaube ich, einen Chili-Grundstock gefunden, der sich hervorragend eignet zum scharfen Würzen von Speisen. Das heißt asiatisch natürlich, bei Grillsachen kann man den verwenden, vielleicht auch für eine Paprikasuppe, die wir ja auch noch machen werden. Und genau den werde ich jetzt zubereiten. Was ihr braucht, sind ca. 50 Gramm Chili. Diese Chilis solltet ihr auf jeden Fall entkernen, weil es wird schon scharf genug, glaubt's mir. Wenn ihr das tut, bitte aufpassen, weil dieses Zeug, wenn man das an den Fingern hat und geht damit ins Auge, das ist pervers, ganz ehrlich. Ich habe das selbst schon erlebt, es ist nicht schön. Also absolute Vorsicht beim Entkernen dieser Chilis. Kleiner Tipp noch an die Hausmänner unter uns. Die Augen sind nicht das Einzige, was wirklich brennen kann, wenn es damit in Berührung kommt. Nur mal so. 50 Gramm Chilis nehmen wir. Die kommen hier in unseren Mixtopf. Dann haben wir 40 Gramm Salz, um das Ganze haltbar zu machen. Und 25 Gramm Olivenöl. Kommen ebenfalls noch rein und dann wird das Ganze geschreddert 10 Sekunden auf Stufe 6, bis sich so eine schöne homogene Masse, heißt es immer, bildet. Ja, da hängt noch ein bisschen Salz hier oben, so zack. So, schauen wir mal, wie es aussieht. Ja, müssen wir noch ein bisschen runterdrücken und vielleicht noch mal ein klein wenig zerlaufener. Boah, das Aroma, das mir hier entgegensteigt, das ist echt krass. Das ist echt krass, dass das noch so ein bisschen stückeliger wird. Ich habe jetzt extra auch eine kleine Menge gemacht. Das werdet ihr gleich sehen. Das ist also wirklich nicht viel, was man da rausbekommt. Aber das reicht auf jeden Fall für einige Gerichte, weil das Zeug ist echt sauscharf. Ich habe das zu Hause schon gemacht. Es ist wirklich extrem. Ist natürlich auch immer abhängig davon, was man für Chilischoten nimmt. Das hier sind jetzt die starken Chilischoten. Ihr könnt statt der Chilischoten auch Peperonis nehmen, natürlich, klar. Dann ist es nicht ganz so scharf. Es gibt auch diese ganz fiesen kleinen aus Thailand. Ja. Könnt ihr mal probieren. Schreibt mir dann mal oder schickt mir mal ein Video, wenn ihr das esst. Würde mich interessieren. Jo, das sieht schon mal gut aus. Ich fülle das jetzt hier einfach in ein kleines Einmachglas. Wie gesagt, das hält sich etwa ein halbes Jahr im Kühlschrank. Dank des Olivenöls und des Salzes ist das sehr gut konserviert. Meiner Meinung nach ein bisschen zu flüssig noch, aber das kann noch etwas fester werden, wenn es im Kühlschrank ist. Und dann schauen wir mal, was man damit alles würzen kann. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen, beim Ausprobieren, beim Essen, beim Würzen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.